Hallo und herzlich willkommen zurück zu Best of Zuschauer. Ihr habt mir wieder massig eingesandt und heute machen wir mal ein kleines russisches Special. Wir werden jetzt mit dem IS-7 anfangen, gefahren von Terrormob 85 aus dem Clan SP. Terrormob. Und interessant, normalerweise, wenn ich ein Replay starte, sieht das bei mir immer so aus. Ne? Minikarte ganz klein. Bei allen von euch. Wenn ich jetzt aber dieses Replay starte, dann war das so. Also er fährt mit einer riesigen Minimap. Was okay ist, also ne, er hat die Minimap auf jeden Fall hier für sich entdeckt und ich würde euch raten, macht die größer, das könnt ihr in den Einstellungen ändern, in der Tastaturbelegung könnt ihr, das ist sonst irgendwie plus minus auf der englischen Tastatur, fragt mich nicht, wo die sind, ihr könnt das einstellen, dass ihr die auf eure Numblock minus und plus legt oder so weiter, ganz unten könnt ihr das einstellen und dann könnt ihr die Minimap größer und kleiner machen. Kann ich euch nur empfehlen, die einen Tick größer zu machen, damit ihr mehr seht. Die Minimap ist ein wichtiger Bestandteil von World of Tanks und da sollte man immer drauf achten. So, wir sind im IS-7. Zum IS-7, russischer Standard Heavy, nicht mehr ne, ganz, ganz oben on the top. Der 113er von den Chinesen ist mittlerweile so unsagbar viel besser. Aber er hat seine Momente, gerade wenn man die Wanne verstecken kann und nur den Turm rausgucken lässt. Wir haben eine sehr, sehr große 130mm Kanone mit 250 Durchschlag und 490 Schaden. Ist nicht sonderlich präzise, muss man dazu sagen. Aber wenn sie trifft, tut es echt weh. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Er steht hier auf jeden Fall sehr gut, um hier zu arbeiten. Wir sind hier in einem Verteidigungsmatch. Das heißt, wir verteidigen hier gegen gegnerische ankommende Scharen von Panzern. Und da stehen wir hier wirklich sehr gut. Jetzt müssen wir hier bloß noch irgendwie versuchen, die Kanone runterzukriegen. Ah, schade. Ihr 7, ne? Seitpanzerung ist natürlich, besteht fast nur Schottpanzerung. Der Panzer ist eigentlich gar nicht so breit. Das meiste davon ist doppelte Panzerung. Oh, ein SCB vor uns. Ist abgeprallt am Turm. Und hier vor uns haben wir den IS-7. Na, kriegen wir da noch einen Schuss drauf? Naja, das wird nichts, das wird nichts. Guckt euch das an. Wir sehen nur den... Den hast du getroffen? WTF? Wie das? Wir sehen nur den Turm vom IS-7. Der zeigt uns allerdings auch die Seite. Das heißt, die Granate muss gerade eben so dermaßen drüber geflogen sein. Über den... Das gibt's nicht. Die Digger triffst du? Wie machst du das? wir haben eine ballistische Flugbahn. Ist klar, dass die Granate ein bisschen weiter runter geht. Aber alter Schwede, was sind das für Schüsse? Ihr habt gesehen, der Marker war orange. Ne? Teilweise rot. Ja, gib ihm, ne? Boah, also das waren wirklich Glanzschüsse. Das muss man ihm lassen. Das waren wirklich sehr gute Schüsse. So, wir haben jetzt hier so einen Eulöwen da vor uns. Den sehen wir aber gar nicht. Zu viel Grünzeug davor. Und er fährt übrigens auch mit einem Kollegen, dem Red irgendwas. Und der sitzt hinten im 215B auf der anderen Seite dieser Schlucht hier. Und der steht sich gerade gegen vier Panzer gegenüber und abgesichert von dem Jagdpanzer N100. Nicht so schön. Aber gut, was soll man machen? Wir müssen verteidigen. Und er steht 2 zu 2. Wir haben 1000 Schaden auf der Uhr. Und mittlerweile 1100 Schaden geblockt. Na, wir hätten teilweise echt schon krass auf den Deckel kriegen. Oh, 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 Push hier vorne vom Löwen. Oh, die sind einfach mal durchgekommen, ohne dass man die gesehen hat. Krasse Sache. Und hier haben wir jetzt einen Schuss auf den Leopard 504. War ein guter Schuss, war ein guter Roll. Und jetzt haben wir hier wirklich Action vor uns. Wir haben einen SCB, der versucht uns zu flankieren, wird aber beschossen von mehreren Kanonen. Wir drehen unsere Front zum Leopard. Der Leopard schießt daneben. Wir können auf den SCB nochmal halten. Sehr gutes Fokusfeuer hier. Der SCB ist raus. Jetzt haben wir den Leopard hier vor uns. Ist aber getrackt, steht da wie so ein doofes Huhn ohne Korn. Und jetzt haben wir da rechts noch einen Löwen. Ah, der Löwe zieht hier einfach auf unsere Seite, schießt aber mit Gold einfach mal direkt in unsere Kette und prallt ab. Finde ich gut. Der Leopard ist raus. Wir sind bei 2514 Schaden. Und kurzer Schockmoment, aber wir sind noch da. Oh mein Gott. Das hätte schief laufen können. Das hat wirklich schief laufen können. Der Löwe prallt hier dauernd mit Gold an uns ab. Sehr gut angewinkelt hier übrigens. Beim IS-7 ist es mit dem Anwinkeln echt schwierig, weil der ist von Haus aus angewinkelt. Ihr seht die Front. Ne? Von Haus aus sollte man den Panzer eigentlich gar nicht anwinkeln. Manchmal ist es aber notwendig. Wenn man ihn auf so eine ganz schräge 30, 35, 40 Grad Schiene stellt, da ist es relativ schwierig, denn die Seitenpanzerung hält extrem viel aus. Der hat wirklich eine sehr, sehr mächtige Seitenpanzerung. Und wenn die Gegner nicht wissen, wohin sie schießen müssen, können sie da auch schon mal hängen bleiben. Oh, da ist Red raus. Ach, Red Mantu hieß er. Mach's gut, Red Mantu. Und wir übernehmen seine Position. Terrormob fährt hier auf die linke Seite jetzt und bekämpft jetzt gleich einen Pershing. Yeah, 531 ins Gesicht. Ich liebe diese Kanone, wenn sie trifft. Das macht unheimlich viel Spaß. Die klingt auch toll. Ne? 130mm klingen hier echt toll. Aber gut, 3578 Schaden. Wir haben mittlerweile 1730 Schaden abgewehrt. Und jetzt benutzt er hier sein Mate quasi als Unterwannenschutz. Finde ich cool. Ne? Jetzt schiebt er ein bisschen vor, dass er gleich auf den Pershing schießen kann. Pershing ist raus.
Kill Nummer 1. Yay, wir haben den ersten Kill. War auf jeden Fall bisher eine sehr, sehr intensive Runde und kann man nicht sagen, also auch sehr glücklich. Ne? Nicht unbedingt verkehrt. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schöner Schuss auf den E7. Durchs Kettenrad war wirklich ein sehr guter Schuss. Hätte abprallen können, aber meine Schüsse würden da abprallen. Ne? Meine Kanone würde sagen, oh, pff, mu heute nicht, ich habe keine Lust. Aber bei dir trifft hier gerade echt alles. Das ist wirklich krass zu sehen. Weiß nicht, wenn ihr selber den E7 fahrt, werdet ihr auch so eine Runde sehen. Ne? Mal wo alles trifft und mal wo gar nichts trifft. Das ist echt eine richtige Diva. Also eine richtige Diva, die Kanone. Aber macht nichts. So, jetzt haben wir hier ein E7. Wir kriegen die Kanone nicht weit genug runter, um hier auf den drauf zu fahren und uns keinen Schuss zu fressen. Und oh, was kommt denn da? Ein Jagdpanzer R100. Wir sehen die untere Wanne nicht. Man kann es versuchen, aber oh, aber wir stehen auch gut. Er sieht auch nur unseren Turm. Er schießt gar nicht auf uns, weil er weiß, okay, Turm komme ich nie durch. Ne? Wir haben wirklich einen sehr, sehr krassen Turm. Oh, der E7 hat hier gerade hinter uns den Löwen vernichtet. Ah, schade. Da hast du es nochmal versucht auf die Schwachstelle. Wir haben übrigens hier unter den Schrägen das Emmerich, ne? Hier drunter ist das Emmerich. Wenn ihr da gut trefft, oder das zweite Kettenrad von vorne, dann kann es sein, dass euch mal das Köpfchen wegfliegt. Das ist mir mit dem E7 auch schon mal passiert. Oh, der tat weh. 1081. Ah. Ärgerlich. Aber schöner Schuss hier auf den E7 mit AP, würde ich wohl mal gemerkt haben, ne? 250 Pen reichen da aus, wenn man in einer erhöhten Position ist, um hier den in die Seite zu schießen. War ein geiler Schuss. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt heißt es aber erstmal Rückzug, weil noch so eine Schelle da, 1077 hat den WZ, das halten wir nicht aus. Wir haben nur noch 712 Hitpoints, sind bei 4339 Schaden. Extrem gute Schüsse bisher. Also das muss man ihm lassen, ne? Terrormob hat hier richtig, richtig Glück oder fährt die E7 einfach nur sehr, sehr oft, ich weiß es nicht. Geile Sache. Also die Schüsse, die du hier triffst, das ist wirklich, das sieht man nicht alle Tage. So, jetzt sehen wir die Seite vom R100 und oh, schön, Jagdpanzer R100 ist raus. Guter Schuss in die Seite und ja, ne, da kennt der E7 nix. Der trifft auf so eine Entfernung ohne Probleme die Seite. So, da haben wir hier jetzt einen T25. Oh ja, ja, komm, komm, komm. Oh, schade, den triffst du natürlich nicht, ne? Das ist wieder, das meine ich. Mal ist es halt so, dass man einfach gar nichts trifft und mal trifft man alles. So, kriegen wir noch einen vierten Kill hin? Kriegen wir noch einen vierten Kill hin? Ja, Carnivore ist raus. Vierter Kill für uns, 4790 Schaden. War eine extrem intensive Runde, vor allen Dingen, weil du da gleich am Anfang gepusht wurdest. Aber, ne, ihr sieben Bollwerk, ne, kann echt sich fatal erweisen. Wenn du da in der richtigen Position stehst, fünfter Kill, dann haben die Gegner echt Schwierigkeiten, da durchzukommen. Also, Hut ab, gute Position, gut gespielt. Und daher wäre natürlich immer mehr drin, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau wo. Ne, da draußen gibt es wahrscheinlich wieder Profis, die sagen, oh ja, aber ganz ehrlich, ich fand die Runde richtig, richtig gut. War perfekt gespielt für die Position. Du musst es verteidigen. Du hast verteidigt und du hast gut verteidigt. Du hast richtig gut verteidigt. 5180 Schaden, 5 Kills. Ja, das kann man sehen. Wir haben jetzt einen T28 Protter ganz oben in der Ecke, den wir nicht mehr sehen. Nee, der ist raus. Vielen Dank fürs Einsenden. Victory für Terror Mob 85 aus dem Clan SP. Er hat hier auf jeden Fall sein Team mit zum Sieg geführt und das bei 79.556 Credits, 4.000 XP. Wir haben halt sonst nichts, weil es ist einfach sonst nichts passiert. Wir haben einfach Schaden ausgeteilt, ohne Ende Schaden und waren selbst einfach nicht überfahrbar. Ne? Die haben es ja versucht mit 4 Panzern und sind einfach gnadenlos gescheitert. Wir haben den Ace-Tanker wahrlich verdient. Wir haben 5.180 Schaden bei 5 Kills. Ja, nur der TVP hier, die ganzen sowieso OP, ne, hat 6.300 gemacht und da drüben der Jagdpanzer hat ein bisschen mehr gemacht. Ist halt Natur der Dinge. Und ganz ehrlich, du standest da richtig, richtig gut. Und ich habe keine Ahnung, wie du die ersten beiden Schüsse getroffen hast. Ganz ehrlich nicht, ich weiß es nicht. Der E7 hätte von dort aus nicht penetriert werden dürfen. Also da war sehr, sehr viel Glück mit dem Spiel. Und von 17 Schüssen haben 15 getroffen, was schon mal ein sehr guter Wert ist. Und 13 davon penetriert, ist auch ein sehr guter Wert. So, wir haben 2440 Schaden abgewehrt durch Panzerung. Ja, das ist es halt. Ne? Wenn der E7 gut steht, dann prallt er auch schon mal was ab. Der Jagdpanzer hätte ruhig abprallen können, ne? Die 1000 taten echt weh. 44.000 Credits konnte unser Terrormob hier mit nach Hause nehmen. Und vielen Dank fürs Einsenden. Wir springen rüber in den nächsten russischen Heavy. Viel Spaß. Weiter geht es mit Venom Viper 00 aus dem Clan RGT. Er spielt mit Viper Venom 94 aus dem Clan RGT. Oh. Im KV5, angepasstes Matchmaking, russischer Heavy auf Stufe 8 Premium. Und hier genau ist das, was ich meinte.
ich muss die Minimap größer machen. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder so, aber es fiel mir halt gerade eben auf. Macht ruhig die Minimap ein bisschen größer, dann seht ihr mehr. Wir haben hier zwei Gunmarks auf der Kanone, das heißt, er fährt seinen KV-85 echt gerne. Und das Ganze auf Himmelsdorf als Top-Tier, da kann man mitarbeiten. Wir haben allerdings nur eine 107mm Zis-Kanone. Das heißt, wir haben 167 Durchschlag. Das ist nicht sehr viel. Er hat hier auch 15 APCR-Granaten dabei. Das reicht gerade so, um noch Plus zu machen, wenn man alle 15 trifft. Und kann man machen. Habe ich auch drin. Ich habe, glaube ich, 12 drin. Manchmal braucht man APCR, aber der hier ist relativ präzise mit der 107. Und der kann damit ganz gut arbeiten. Wir haben auch gute Panzerungswerte. Allerdings sind mittlerweile sehr viele High-Pen-Kanonen im Spiel. Unter anderem der Emil, ne, der uns da eventuell entgegenkommen könnte. Der kann uns hier einfach durch den Turm zimmern. T-34, Löwe. Die könnten uns alle einfach so durch den Turm zimmern. Da muss man echt aufpassen. Genau das, was Viper Venom gerade passiert ist. Ne? Aber Venom Viper 00 wird uns hier hoffentlich gleich noch ein schönes Spiel zeigen. Wir haben hier einen T-29 vor uns. Ein Prott. Wir haben T-34. Erster Schuss ging schon mal in die Seite. Hast ihn angezündet. Alter Schwede, und da fackelt er ab. Erster Kill. Okay. So fängt eine gute Runde an, ne? Der KV-5 besticht natürlich durch sehr viele Hitpoints. Wir haben 1780 Hitpoints. Dafür, dass wir nur 167 Durchschlag haben, reicht es aber trotzdem, um auf Weakspots zu zielen. Man muss also die Panzer kennen, die man begegnet. Schöne Schüsse hier auf den T29 und zweiter Kill für unseren Venom Viper. Ich bringe euch immer durcheinander. Ja, der Schwarzpanzer steht hier gerade ein bisschen im Weg. Ja, den einfach beiseite schieben ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt auch einfach wegfahren, ne? Aber nö, wozu auch. So, wir fahren hier auch noch mit einem Dritten im Bunde. Und zwar ist das ein T-95. Der Schwarzpanzer schießt auf uns. Ja, der ist sauer. Ist egal. Oh, hier, jetzt wird's lustig. Viper Venom geht auf die T-28 Prot und Venom Viper geht auf den Emil, schiebt den Emil beiseite, um seinen Kumpel zu schützen. Und der T-95 hier rechts, der One-Shot ist, ebenfalls mit im Bunde hier, der schießt ebenfalls noch mit drauf. War ein gutes Teamplay. Kann man nicht anders sagen. Wirklich sehr gut gemacht. Aber der T-28 ist nun nicht mehr einschießbar von uns. Und von unseren drei Panzer. Ah, da ist Master of Disaster raus, euer Dritter im Bunde. Da hat der Prott einfach mal zugeschlagen, so, oh, den nehme ich mit. Hier, das ist es, ne? Wir haben nur so und so viel Pen, also 167 Pen, das reicht halt nicht. Nicht mal auf so einen Weakspot. Da müssen wir leider Gold laden. Wir sehen nichts vom Panzer. Das ist es halt. Manchmal muss man einfach Gold laden. So, jetzt wird's schwierig. Wir müssen uns jetzt neu anwinkeln. Das hätte man jetzt auch anders lösen können gegen den dicken Max, indem man einfach rückwärts an den T-95 rangefahren wäre. Ah, jetzt war eine Goldgranate auf den dicken Max passiert. Und, oh, der Prott hat auch noch Venom Viper, Viper Venom zerstört. Oh Gott, hier passiert gerade sehr viel. Also, der Prott ist hinter uns noch da. Er kommt aber nicht mehr raus, weil das Wrack vor ihm steht. Und unser Venom Viper holt sich jetzt hier den dicken Max-Kill. Und, oh, wird gleich von links beschossen. Diese prallen aber ab. Und der T-150, der versucht es mit HE. Interessant. Jetzt Sidescraping hier gegen die Su. Der T-28 Prott kommt da immer noch nicht raus. Der steht da immer noch fest. Und wir haben hier jetzt die Seite zum T-150. Da kommt der nicht mehr durch, auch nicht mehr mit HE. Die Seite ist zu stark gepanzert. So, hier, schöner Schuss in den T-150. Der T-150 hat keine Chance. So, er wartet immer darauf, dass links jetzt gleich ein T-28 Prott rauskommt. Aber der kommt nicht mehr raus. Jetzt ist die Su da. Die Su prallt ab, schön angewinkelt. Und was ich sagen wollte, als der dicke Max rumkam, du hättest einfach rückwärts an den T-100, an das Wrack von deinem Kumpel da fahren können. Dann hättest du nämlich Reverse-Sidescrapen können. Deine untere Wanne wäre versteckt gewesen. Nur so zum Tipp. Steht halt immer noch, da kommt euch das an. Eingesperrt, wie so ein Tier und so. Oh Gott. Guckt euch das an. Großartig. Ah, schöner Schuss hier in die Seite. Und der Prott kommt halt durch und den T-150 eher nicht so. Aber jetzt haben wir hier schöne Schüsse in die Seite. Endlich. Da ist er raus. So, abgeschlachtet. Wir haben den fünften Kill. 4141 Schaden. Oh mein Gott. War hier was los? Ne? Genau, jetzt machst du es. Jetzt Reverse Side Scraping. Das meine ich. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr das Heck nicht zeigt. Ne? Das Heck ist sehr verwundbar. 90 mm Panzerung. Das ist nicht viel. Das Heck muss versteckt sein. Ne? Ihr dürft maximal die seitliche Kette zeigen. Aber dann funktioniert jetzt im Reverse-Side-Scraping bei dem hier sehr, sehr gut. Und ja, jetzt holen wir uns erstmal den T-150. Der nervte. 4429 Schaden. War echt ein krasser Angriff. Zum Schluss ein bisschen verfahren. Ne? Zu viele Schüsse gefressen und so weiter. Nicht gegenseitig geschildert. War eine komische Aktion mit dem Protter, aber auf jeden Fall mal lustig. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass da einer eingesperrt wurde. Der kam da echt nicht mehr raus. So, jetzt ist die Kette wieder da. Jetzt können wir auch endlich auf diesen T-150 gehen. Der nervt nämlich mit seinem HE-Gespamme. Der kann doch gar kein HE mehr haben, so viele Schüsse. Ja, jetzt hat er HP, okay. Ein HP. Ach komm. Das Schöne ist, wir können rammen.
Der Panzer hier ist hervorragend dazu geeignet, um zu rammen. Yep. Ihr seht, wir haben nicht mal Schaden kassiert. Der Panzer ist nämlich verdammt schwer, hat aber eine sehr, sehr gute Mobilität, sehr viel PS unter der Haube und er ist einer der perfektesten Rammpanzer im Spiel. Nehmen wir den E50 zum Beispiel und den E100. Ne, der ist wirklich richtig, richtig gut zum Rammen. Der MT25 übrigens auch. Ne? Und die ganzen kleinen deutschen Leopards und VKs und wie sie alle heißen, mit denen kann man auch rammen. So, wir haben jetzt hier als Gegner noch einen A44, einen Leo M44 Lorraine. Die Artedriesen kann man erstmal ignorieren. Wir fahren mal zurück. Stura Emil da hinten sieht nicht mehr allzu gut aus. Hat nur noch 376 Hitpoints, aber er kann eventuell noch einen rausnehmen. Mal gucken. Der A44 traut sich nicht. Und keine Ahnung, wo der Leo jetzt ist. Aber jetzt können wir auch gleich mit drauf schießen. Venom Viper steht bereit. Gleich kann er den A44 rausnehmen. Komm, komm, komm. Der ist... Der KV-5, das ist wirklich präzise. Die Kanone wirkt nicht präzise, aber er ist präzise. Er ist extrem präzise, wenn er eingezielt ist. Ah, schöner Schuss hier auf den Leo. Leider ist der Sture E-Mail raus. Haben sie gut gemacht, haben sie gut gelöst, die Gegner. Und damit ist Venom Viper hier alleine. Aber er hat seinen A44 siebten Kill. Bisher ziemlich krass zur Runde. Oh, da steht auch noch eine Artillerie. Die Artillerie muss raus. Die Artillerie muss jetzt fokussiert werden. Schön ran an die Wand, genauso, dass die Artillerie eventuell nicht dich trifft, sondern, oh, genau, hinter dir irgendwas oder wenigstens vor dir die Wand. Okay, die Artillerie ist wieder weg. Jetzt müssen wir uns wieder um den Leo kümmern. Ach komm, da kommt die nächste. 44 raus. Rechts geregelt. Sehr schön. Guter Schuss. Und jetzt haben wir den Leo hier. Ah, nee, 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 die Arti ist wieder da. Ah, der Schuss hätte treffen müssen. Da bist du irgendwo hängen geblieben. Verdammiger Mist. Okay, er fährt vor, er ignoriert den Leo. Der Leo kommt eh nicht durch. Interessant. Und holt sich jetzt erstmal die Artillerie. Nein, holt er nicht. Er schießt daneben. Wie kann denn das sein? Oh, es ist ärgerlich. Ich sag gerade noch, ne? Absolut präzise Kanone und so, bla bla. Jedes Mal, wenn ich eine Kanone lobe, passiert genau das. Ich sollte es echt aufhören. Doofe Kanone. Echt schlechte Kanone. So, der Leo wird jetzt hier einfach mal zu Tode zerquetscht und gerammt. 10. Kill. Victory! Und das hier sieht ziemlich voll aus. Also wir haben den Ace-Tanker, wir fangen mal von links an. Dann haben wir hier die ganzen kleinen Quatsch hier. Oh, hier hat er was angezündet, genau gleich am Anfang, den T-34. Duelist, Firefall-Effekt, Shellproof. Und dann haben wir hier eine Pool-Medaille. Ja, das ist, wie gesagt, nicht einfach zu kriegen. 10 Kills muss man mindestens machen, um hier die Pool-Medaille mit nach Hause zu nehmen. Und das Ganze ab Stufe 5, glaube ich. So, dann haben wir die Stahlwand. Dann haben wir High Caliber und Top Gun. Also, wahrlich gute Runde. Das mit dem T28, das war echt lustig. Wir haben 165.767 Credits eingenommen. Das ist eine ziemlich hohe Summe. Und 15.000 XP. Fünffach. Ja, aber durch 5 sind also gute 3000 XP. Na, das ist nicht mal schlecht. Macht das zu Hause mal nach. Das ist gar nicht so einfach. So, wir haben 6272 Schaden, 10 Kills. Also, ne, wer hier die Runde gecarried hat, sieht man hier ganz gut. Und alter Schwede, das sieht man nicht oft. Also 6272 Schaden in einem KV-5. Hut ab. Hut ab, Meisterleistung. So, wir haben 32 Schüsse abgegeben, 22 davon haben penetriert, 31 davon haben schon mal getroffen, das ist schon mal gut, ne? Nur einer. Das heißt, du bist deiner Arti zum Schluss abgeprallt? Das ist traurig. Du bist deiner Lorraine Arti abgeprallt. Ne, 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 ne. 6272 Schaden, 20 Schüsse haben wir kassiert und nur 7 davon gingen durch. Trotzdem haben wir es überlebt. Ist wirklich ein sehr, sehr lustiger Panzer, wenn er auf die richtigen Kanonen trifft. Ne? Wenn er jetzt nur auf Löwen und so weiter trifft, hat man keine Chance. Oder T-34, die sind richtig, richtig gefährlich. Aber hier so ein Kleinkram, ne, räumt man einfach mal bei der Seite. Der hat angepasstes Matchmaking, sieht keine Tier-10er. So, wir haben 2630 Schaden abgewehrt durch Panzerung. Das ist wirklich sehr viel. So, mal gucken. Auto, ja, die Munition, die ist hier ziemlich teuer bei so vielen Schüssen. 25.000 musst du abdrücken. Aber, ne, wer von euch hat in einem Premium mal das letzte Mal 128.000 Credits mit nach Hause genommen? Also, netto, ne? Nee, brutto, netto. Netto, 128.000. Das ist wirklich eine ziemliche Hausnummer, sieht man nicht oft. Vielen Dank fürs Einsenden. Das soll es auch erstmal für heute gewesen sein. Wenn ihr es besser könnt, schickt mir ein Replay und verhaltet euch in den Kommentaren wie immer wie junge Elfen. Nicht die, ne, ihr wisst schon. Macht's gut, bis bald, euer Mo. Tschüss.